Hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Witthus und das ist Alexander Libera. Und wir begrüßen euch zu einem neuen Video. Mit der Sui nach Dänemark geht das, Teil 2. Denn in Teil 1, da haben wir nicht über die Rückreise berichtet und da ist einiges passiert. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Hallo zusammen, ich bin's wieder. Mein Name ist Dennis Witthus und mein Thema ist Elektromobilität. Und mich interessiert brennend, ob das Thema denn auch wirklich funktioniert. Mit der Zoe nach Dänemark. Das geht. Das haben wir gesehen im letzten Video. Ich verlinke das einmal hier. Das, wenn ihr das jetzt noch nicht gesehen habt, solltet ihr das vielleicht zuerst gucken. Darauf beziehen wir uns jetzt. Da bist du alleine, mit deiner Tochter im Auto, glaube ich, nach Dänemark gefahren. Für 500 Kilometer ungefähr oder 490 hast du 9 Stunden ungefähr gebraucht. Mhm. Und dann bist du wieder zurückgefahren. Bist du das ohne Übernachtung gefahren? Ich habe entschieden, dass es ein bisschen zu gefährlich ist, dass ich die gleiche Strecke nochmal zurückfahre an dem gleichen Tag. Und bin bis nach Schleswig gefahren und habe dort nach einer Übernachtung geschaut. Und dann bist du nächsten Tag zurückgefahren. Vorher bist du noch am Schloss in Schleswig vorbeigefahren. Das versuchen wir hier mal auf dem Bluescreen zu machen. Die Zoe vom Schloss, falls man das sehen kann. Und dann bist du wieder zum Ladepark Wikingerland gefahren, da wo auch der Supercharger Boostoff war. Genau. Und hast denselben Ladestopp gemacht und etwas Erschreckendes festgestellt. Und das zeigen wir euch jetzt. Guten Morgen, 24 Stunden später und die Defekte an den Säulen sind immer noch vorhanden. Leute, so wird das doch nichts, oder? Alex, hast du jetzt wirklich geglaubt, dass die innerhalb von 24 Stunden die Säulen da reparieren? Absolut. Meinst du nicht, die sind schon länger kaputt gewesen und da kümmert sich keiner drum? Also du weißt ja, dass ich das, den Glauben an das Gute habe und es ist ja total wichtig. Also eigentlich sind die Säulen ja systemrelevant für mich und weil sonst kommt man ja gar nicht mehr weiter, wenn die alle kaputt sind. Und da denke ich eigentlich, dass die man bald ratzfatz repariert werden. Du meinst also nicht, dass die davon leben, dass die Fördergelder einsammeln, dann Ladestationen aufbauen und wenn die dann nicht mehr funktionieren, dann ist das ziemlich zweitrangig? Das meinst du nicht? Du meinst, die würden die dann sofort reparieren? Mit Herzblut, ja. Ja, also das ist in der Tat die Frage, die wir uns stellen. Werden da Fördergelder eingesammelt und wenn die Säulen dann kaputt sind, wird einfach nichts gemacht, weil die Fördergelder hat man ja schon bekommen. Ja. Oder war das ein bedauerlicher Einzelfall? Und was habt ihr da erlebt? Wie oft sind Lader kaputt? Ich habe neulich einen gesehen an der Autobahn, da war auch ein Schild dran. Vielleicht blende ich das hier mal ein, ich habe das fotografiert. Da war es dann, war auch ein Zettel dran, kaputt. Und das schon länger, irgendwie 14 Tage, 3 Wochen. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Gerade, hast du bei Tesla so etwas schon mal erlebt? Nein. Irgendwie? Nein. Gottes Willen, bei Tesla funktionieren alle Stationen. Und wenn mal eine nicht funktioniert, dann? Dann wird sie repariert. Dann ruft man da an und dann wird es repariert. Naja, so viel dazu. Also schreibt das in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Was habt ihr erlebt bezüglich kaputter Ladesäulen? Und wie schnell geht da die Reparatur? Und kümmert sich da wirklich jemand drum? Also hier in die Kommentare schreiben bitte. Ja, und dann bist du weitergefahren nach Quickborn. Nach Quickborn. Und hast du dann geladen an einem Schnelllader. Das zeigen wir euch mal hier. Mal erklärt, wie das so geht an einer Schnellladesäule von Clever. So, da sind wir wieder in Quickborn. Hier haben wir den Schnelllader von Clever. Ihr kennt ja den mittlerweile aus Dänemark. Und das Schöne an diesem Lader von Clever ist ganz einfach, sie funktionieren. Sie funktionieren wirklich. So, nehme ich mal den Typ 2. Stecke ihn direkt mal rein. Das wird mir schon angezeigt. AC
Das heißt, er weiß, welchen Ausgang er braucht. Und dann drücke ich nur noch Start. Und dann geht es auch schon los. Die Säule hat geklackt. Das heißt, das Schütz hat angezogen. Und vielleicht hört ihr es oder ihr noch nicht. Die Zoe fängt wieder an zu fiepen. Ja, der Klimakompressor springt an. Kühlt den Akku runter. So, ich war kurz beim Famila, habe mir einen kleinen Detox-Smoothie geholt. Und jetzt stöpseln wir die Zoe mal wieder ab. Das heißt, wir tippen sie jetzt auf den Bildschirm. Dann hat sich der Bildschirmschoner entfernt. Dann wählen wir den Anschluss und sagen ganz einfach Stopp. Hier kann man schön sehen, wie lange wir geladen haben und wie viel Energie eingelagert wurde in den Akku oder verbraucht wurde beim Laden inklusive Kühlung. Jetzt stoppe ich den Vorgang. Das ist so der richtige Weg. Nicht einfach abstecken und fertig. Das könnte vielleicht die Säule durcheinander bringen. Jetzt bleibt das Kabel entriegelt und es wird natürlich ordentlich weggehangen, damit der Nächste sich auch noch freuen kann. Da hast du jetzt mit 43 kW geladen. Genau. Und deine Zoe, das müssen wir glaube ich mal erklären, ist eine der ersten Zoes gewesen und die lädt schneller als die Zoes, die heute auf dem Markt sind. Die in Deutschland verfügbar sind, genau. Ja, meine Zoe hat zwar einen kleinen Akku mit 22 Kilowattstunden, aber den schnellen Lader mit 43 kW. Das heißt, auf der Autobahn, wo die meisten stehen, diese Schnelllader, bin ich innerhalb von einer halben Stunde wieder weiter. Ja, und wenn man jetzt die Zoe, die heute ausgeliefert wird in Deutschland, die lädt nur maximal mit 22 kW. Das heißt, man müsste die doppelte Zeit stehen, also ungefähr eine Stunde. Genau, richtig. Dafür hat die heutige Zoe ja auch einen möglichst großen Akku oder einen Akku, der doppelt so groß ist. Ja, was das Ganze wieder so ein bisschen wettmacht, ne? Wobei, da sieht man ja aber, wie wichtig Ladegeschwindigkeit ist. Also wenn ihr euch ein E-Auto kaufen wollt, achtet bitte darauf, wie schnell der Wagen lädt. Kann er schnell laden? Gibt es genügend Ladesäulen auf den Routen, die ihr fahrt? Also Schnellladesäulen, 22 kW Säulen, die maximal 22 kW können. Die haben wir ja eigentlich so fast ziemlich viele rumstehen. An jeder Ecke eigentlich, ja. Aber wenn der Wagen dann nur mit 6,5 kW laden kann, ja, ne, dann nützt euch das nicht so viel. Dann kommt ihr einfach nicht weiter, dann steht ihr da. Ja, also wenn ihr wieder Alex mal nach Dänemark fahren wollt, dann sollte das Auto schnell eine Schnellladeoption haben. Ja, und auf deiner Rückreise, da war es ja so warm. Da war ja so immense Hitze. Genau. Und das Video zu deinen Überlegungen, Akku und Temperatur hier, das zeigen wir jetzt. Einmal. Was ich euch auch leider noch berichten muss, ist die Tatsache, dass die Zoe trotz der aktiven Batteriekühlung über die Klimaanlage doch Probleme hat. Und zwar ist es so, dass wir ja Außentemperaturen haben von 31 bis 34 Grad und der Akku trotz aktiver Kühlung hat eine Temperatur momentan von 31 Grad im Durchschnitt. Die eine Zelle ist wärmer, die andere Zelle ist ein bisschen kühler. Insgesamt sind das 31 Grad im Mittel. Und damit hängt natürlich auch die Ladegeschwindigkeit zusammen. Ich habe einen Akkustand von unter 80%. Das heißt, im Grunde genommen müsste die kleine Zoe immer noch schnell laden mit 43 kW, aber das tut sie nicht. Meine App zeigt an, dass die Zoe zurzeit nur mit 34 kW lädt, ein bisschen weniger. Ja, mehr lässt das Batteriemanagementsystem halt nicht zu zurzeit. Und ich denke, wenn die 80% durch sind, dann wird nochmal eine Stufe zurückgeschaltet auf 22 kW. Das ist auch der Grund, warum man beim Laden dementsprechend diese Geschichte berücksichtigt, dass man, wenn man schnell vorankommen möchte, meistens nur bis 80% lädt und danach fährt man ja weiter. Ja,
also auch die Temperaturen machen, der Zoe zu schaffen. Sonst war es immer der Leaf von Nissan, der ein großes Problem damit hatte, weil er keine aktive Kühlung hat. Auch das neue Modell, soweit ich weiß, hat keine aktive Kühlung. Was sich Nissan dabei gedacht hat, verstehe ich am besten Willen nicht. In Phoenix, wo es natürlich Wüstenbedingungen sind, sind reihenweise Akkus über den Jordan gegangen, weil sie einfach mit der großen Hitze nicht zurechtkamen. Und wenn man den Wagen dann noch schnell lädt, wo es eh schon so heiß draußen ist, dann entweder schaltet er ganz schnell zurück oder macht dicke Backen auf Dauer. Und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Ja, anscheinend ist auch hier wieder Tesla das Nonplusultra. Da gibt es keine Lüftungskühlung, sondern eine Kühlung mit Kühlungsflüssigkeit, die durch den Akku um die Zellen umzu sich befindet. Kupferschlangen sind zwischen den einzelnen Zellen verlegt. Im Grunde genommen sieht so ein Akku von innen drin aus wie ein Patronengurt von einem MG. Und dadurch kriegt ihr auch die Wärme so gut weggeleitet. Ja, das ist ja mal interessant. Es wird ja viel über E-Mobilität im Winter berichtet, wo die Reichweiten sinken und wo der Akku dann auch so langsam laden kann. Das ist also bei großer Hitze ähnlich. Genau. Ich muss zugeben, das hatte ich in der Form das erste Mal, weil die Temperaturen ja deutlich über 30 Grad gelegen haben, dass da die Zoe auch eine reduzierte Ladegeschwindigkeit hatte. Jetzt nicht so extrem. Ich meine, es waren nur 4 kW weniger, aber immerhin, die aktive Kühlung, die die Zoe hat, hat auch nicht ausgereicht, sodass das Batteriemanagementsystem gesagt hat, so, ich reduziere jetzt die Ladung etwas, um den Akku zu schützen. Gut. Ich habe mich da dann auch nochmal informiert. Bei der Firma Maske, da haben wir ja mit dem Maxus gedreht, vielleicht erinnern sich einige noch dran, und die haben mir gesagt, dass bis 40 Grad soll es da angeblich keine Probleme geben mit den Akkus. Also bis 40 Grad sollen die normal laden, weil da wird auch nicht irgendwie aktiv gekühlt und wie beim Leaf. Mhm. Aber wenn du das sagst mit dem in Arizona, da kann es ja auch leicht mal vielleicht über 40 Grad werden. Absolut. Und wenn sie hier langsamer lädt. Also, ihr seht, auch bei großer Hitze kann das zu kleinen Problemchen kommen, dass dann eben langsamer geladen wird. Genau. Und dann, Alex, bist du weitergefahren zu deinem letzten Ladestopp an einer besonderen Location. Wo war das? Ja, das war an einer Feinkostmolkerei zwischen Hamburg und Bremen. Und dort hat sich die Firmenleitung dafür ausgesprochen, die E-Mobilität zu fördern. Und die Industrieelektriker vor Ort haben eine Ladesäule selber gebaut und dort errichtet und betreiben die dort auch. Und ja, es gibt keine Authentifizierung, man muss keine Ladekarten irgendwo vorhalten. Man steckt sich einfach an und kann mit der Zoe da schnell laden. Und wo ist diese Molkerei? In Elsdorf. Elsdorf, noch nie gehört, aber wir zeigen euch hier einmal dieses Video. So, mein letzter Ladehalt für heute, bevor ich meine Destination erreiche. Ich bin hier bei der Elsdorfer Molkerei, eine Feinkostmolkerei. Hier hat sich die Geschäftsleitung entschieden, eine Schnellladesäule für die Kunden, für alle hinzustellen, kostenfrei, ohne jegliche Karten und sonstigen Schnickschnack. Typ 2. Auf der rechten Seite oder linken Seite ist 43 kW. Schnellladen für die Zoe, die es kann. Auf der anderen Seite eine Supportladung. Das reicht auch meistens. Ja. Diese Ladesäule zeichnet sich dadurch aus, dass die Elektriker hier vor Ort sie selber gebaut haben und natürlich dementsprechend auch warten. Das heißt, dass die Industrieelektriker
hier vor Ort sind, immer ein Auge drauf haben, dass es auch alles funktioniert. Das heißt, dieser Ladestopp, der zwischen Bremen und Hamburg liegt, in Elsdorf, ist eigentlich immer eine sichere Bank, wenn man unterwegs ist. Von der Ladeweile her gibt es hier nicht so viel, was man besichtigen kann oder so. Ja. Aber wer Wert auf eine sichere Ladung legt, der ist hier herzlich willkommen. Ja, Alex, das ist ja mal interessant, aber was ist bitteschön eine Supportladung? Den Begriff höre ich zum ersten Mal. Ja, der stand dort auf dem Aufkleber drauf. Ich kenne Normalladung, ich kenne Langsamladung, beschleunigte Ladung. Von den Werten her ist es etwas zwischen 22 kW und 11 kW. Ja, also dein Tesla würde dort auch gut laden können. Vielleicht haben sie diese Ladestelle dazu noch angebaut, für den Fall, dass die 43 kW Seite mal belegt ist für eine halbe Stunde, dann kann man schon mal anfangen zu laden. Oder vielleicht gibt es auch Autos, die da länger stehen von Geschäftskunden. Was ist da dran an der Säule? Da ist jetzt, sind nur Typ 2 Stecker dran. Ja, genau, nur Typ 2. Aber 43 kW, das, genau. Das ist ja beachtlich. Ja, von Elsdorf sind das circa, glaube ich, 60 Kilometer nach Bremen. Da bist du also dann gut nach Hause gekommen. Das ist in dem Video Teil 1 dokumentiert. Wir haben hier jetzt noch ein paar Fragen, die an dich gestellt worden sind unter dem Video. Zum Beispiel, was hat dich der ganze Trip gekostet? In Deutschland hast du umsonst geladen, das haben wir gesehen. Einmal über die SWB-Karte, das ist der örtliche Energieversorger hier in Bremen, der ist im Verbund Ladenetz, so dass du bis Dänemark umsonst gekommen bist. Genau. Und in Dänemark hat dich das gekostet? Ja, ich habe zwar noch keine Abrechnung, ich habe ja die Ladekarte von Sinumotion benutzt und die Ladepunkte, die ich angefahren habe, hatten eine Abrechnung nach Kilowattstunden. 1,19 Euro kostet Kilowattstunde da. Ich habe ca. 30 Kilowattstunden verbraucht, sodass wir ungefähr von 35 Euro sprechen können. Was war deine Durchschnittsgeschwindigkeit ungefähr auf den Autobahnen? Wie schnell bist du da gefahren? Ja, meine Geschwindigkeit, die ich gewählt habe, waren zwischen 94 und 104 Stundenkilometer. Das war halt, damit ich die maximale Reichweite nutzen konnte und auch kein Verkehrshindernis war. Wie war deine maximale Reichweite? Den Sprung, den ich gemacht habe, den weitesten, waren 130 Kilometer auf der Autobahn. Da kam ich ungefähr noch mit 10 Kilometer Rest an, die mir angezeigt worden sind. Das heißt, so 140 Kilometer sind ja möglich. Ja, also von mir ganz großen Respekt, dass du diese Reise gewagt hast, da nach Dänemark mit der Zoe, denn die Zoe ist ja eigentlich als Stadtauto konzipiert. Absolut. Die war damals nicht dafür gedacht, um so lange Reisen zu machen. Was würdest du so als Fazit sagen? Für die Reise? Ja, also es geht. Ich habe gezeigt, es geht. Es ist nicht besonders komfortabel. Wenn ich so etwas einmal im Monat machen müsste, dann würde ich doch auch ein anderes Auto wählen. Und danke für eure Kommentare, danke für euren Support. Das ist wirklich wichtig für uns, dass es da Daumen hoch gibt und dass es Kommentare gibt. Also vielen Dank an euch. Wir möchten jetzt die Gelegenheit nutzen, noch einmal auf den 15. September hinzuweisen. Oh ja, da freue ich mich total drauf. Am 15. September in Bremen-Blumenthal, das ist im Norden der wunderschönen Hansestadt, da findet auf dem Gelände der Bremer Wollkämmerei der erste E-Day statt. Das ist ein E-Mobilitätsmessetag mit vielen Ausstellern und hoffentlich mit vielen E-Autofahrern. Wir hoffen, dass ihr uns besuchen kommt und dass wir euch auf dem E-Day sehen. Es wird ein Preis ausgelobt für die weiteste Anreise. Also kommt her, es lohnt sich. Dennis, wo ich dich gerade hier vor der Kamera habe, ich habe in deinem Büro etwas gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das mal so zeigen darf, das ist okay. Bist du jetzt unter die Busfahrer gegangen oder wie ist das? Das ist Omsi und ich habe neulich einen Kommentar erhalten. Vielen Dank dafür, dass Omsi, die Bremen Nord Edition, Omsi steht für Omnibus Simulator und da gibt es eine Erweiterung für Bremen Nord und mit der hat Jan Böhmermann ein Let's Play gedreht.
Und leider ist er damit nicht an meiner Firma vorbeigefahren. Und der Kommentar sagte mir, ey, auf OMSI Bremen Nord Edition, da ist auch deine Firma abgebildet. Und ich hatte eben Besuch von dem Entwickler dieses Spiels, der heißt übrigens auch Dennis. Und ja, ich habe so ein bisschen beschlossen, jetzt Gamer zu werden. Und ein paar Let's Plays zu machen und mit einem Omnibus hier an meiner Firma vorbeizufahren. Also seid gespannt, was wir daraus machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren. Und wir freuen uns über eure Kommentare. Mein Name ist Alexander Libera. Ich bin Dennis Wittus. Bis dann. Tschüss.